Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zu Let's Play Pen and Paper. Zunächst ein paar Worte in eigener Sache, was etwas komisch ist, da ja Let's Plays, die man auf einem privaten Kanal macht, irgendwie immer in eigener Sache sind. Aber es geht darum, dass ihr vielleicht gesehen habt, dass ich die 100 Abonnenten-Marke geknackt habe, in Anführungsstrichen. Da habe ich mich natürlich total drüber gefreut. Ich habe da ein Special zu gemacht. Das ist allerdings mangels brillanter Ideen zu einem Special, eine Spezialfolge The Long Dark geworden. Aber ich möchte mich natürlich auch bei den Let's Play Pen and Paper Zuhörern bedanken. Also es ist mir sehr wichtig, mich auch bei den Leuten vom Nordpol und so zu bedanken, weil die mich ja auch unterstützt haben, zugesehen haben, Feedback dagelassen haben. Deshalb ein paar Worte dazu, beziehungsweise eigentlich nur ein Wort, nämlich Dankeschön. So viel dazu. Heute möchte ich gerne nochmal speziell über Spielercharaktere reden. Erstens mal über die Charakterauswahl. Das ist eine relativ aktuelle Sache, weil ich da ein etwas merkwürdiges Gespräch geführt habe. Deshalb brennt mir aktuell so ein bisschen auf den Nägeln. Und dann nochmal zur Gesinnung bestimmter Charaktere, beziehungsweise zum Umgang des Spielleiters mit der Gesinnung von Charakteren. So, also die erste Sache, über die ich reden möchte, da geht es einfach speziell um die Charakterwahl. Also, welche Art von Charakter wählt sich der Spieler aus? Ich weiß, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber das war eine Sache, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der auch öfter Spiel leitet und der sagt etwas, was ich total komisch fand. Irgendwie, ich achte schon darauf, dass meine Spieler nicht immer dasselbe spielen. Und er bezog das wohl auf die Charaktertypen. Also auch so Archetypen. Und das fand ich schon sehr merkwürdig, denn das klang so ein bisschen überheblich, weil es ja nicht die Spielleiteraufgabe ist. Also der Spielleiter hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle teilhaben können, dass alle Spaß haben. Aber es liegt meiner Ansicht nach absolut nicht in der Verantwortung des Spielleiters, dass alle auf eine bestimmte Art und Weise ihr Hobby ausüben. Es gibt so Leute, die immer dasselbe spielen. Der Charakter heißt dann anders und sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber das sind dann immer Leute, die, also das sind Leute, die immer eine kriegerische Profession spielen, die haben immer die gleichen Fähigkeiten und sind auch so von der Persönlichkeit her genauso. Das geht aber den Spielleiter erstmal, finde ich, nichts an. Also das mag dem Spielleiter dann langweilig vorkommen, aber wenn das die Art Charakter ist, mit der dieser Spieler sich am wohlsten fühlt, und er daran am meisten Spaß hat, dann finde ich, sollte man ihm den Spaß daran nicht verderben, denn das ist ein Hobby und jeder sollte das so praktizieren, wie er am meisten Spaß daran hat. Also es ist nicht der Job des Spielleiters, irgendwie dafür zu sorgen, dass der Spieler sich durch möglichst unterschiedliche Charaktere den Horizont erweitert. Also das ist nicht der Job des Spielleiters. Klar, es gibt Leute, die suchen die Herausforderung, die wollen immer experimentieren und spielen immer was anderes. Das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist nicht euer Bier als Spielleiter. Also ich fand diese Aussage sehr merkwürdig. Ich als Spieler fände es wirklich, wirklich komisch, wenn ich sage, ich möchte mir einen schleichenbasierten Charakter machen und der Spielleiter sagt, schon wieder? Willst du nicht mal deinen Horizont erweitern? Ich muss schon darauf achten, dass du nicht immer dasselbe spielst. Also das fände ich ein bisschen übergriffig. Ähnlich ist das mit dem moralischen Standpunkt, also was ist das für ein Typ, was hat der für Werte, der Charakter? Manche haben eigentlich Charaktere, deren Wertesystem nahezu identisch ist mit ihrem eigenen. Der Charakter handelt so, wie die Figur, wie der Spieler auch handeln würde. Das ist völlig in Ordnung, wenn man nicht aus seiner Haut kann, wenn man sich dann unwohl fühlt, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft, also wenn der Charakter Entscheidungen trifft, die man selber unmoralisch findet, wenn man sich damit nicht wohl fühlt. Manche haben dann da mehr Distanz und spielen genau so, wie sie im wahren Leben nicht handeln würden. Das ist auch in Ordnung. Das ist ja nun mal ein Hobby und jeder soll das so praktizieren, wie er sich damit am wohlsten fühlt und wie es ihm dann auch am meisten Spaß macht. Also ich finde es wirklich nicht erstrebenswert, wenn ich dann da sitze und sage, oh, ich muss jetzt experimentieren, ich muss meinen Horizont erweitern, deshalb lasse ich meinen Charakter jetzt lauter Sachen tun, die ich niemals tun würde und damit fühle ich mich total unwohl, dann ist damit keinem geholfen. Da hat ja keiner was von, wenn ich meinen Charakter Dinge tun lasse, wo ich mich dann den ganzen Abend irgendwie schlecht fühle deswegen. Also meine Charaktere haben, glaube ich, in der Regel auch ein sehr ähnliches Wertesystem wie ich. Nicht unbedingt genau das gleiche, also gerade wenn man irgendwie Diebe spielt, die sind ja nicht notwendig jetzt abgrundtief böse. Ich habe sicherlich im wahren Leben keinerlei Interesse daran, Eigentumsrechte zu missachten, aber
die Einstellung zu körperlicher Gewalt, also unnötiger körperlicher Gewalt, ist, glaube ich, dann doch immer dieselbe. Klar, im wahren Leben möchte ich vielleicht manchmal gerne irgendwelchen Leuten, die sich asozial verhalten, die Nase brechen. Und manche meiner Charaktere würden das dann vielleicht auch tun. Das kann ja dann auch sehr befreiend sein. Das ist jetzt ausdrücklich kein Aufruf zur Gewalt. Aggressionen, die von irgendwelchen Idioten in euch ausgelöst werden, könnt ihr ja dann beim Gaming ausleben. Sei es jetzt beim Pen and Paper spielen oder im Computerspielen. Ja, also das war jetzt so das, was mir aktuell auf den Nägeln brannte, weil ich das eine sehr merkwürdige Aussage von diesem Spielleiter fand. Ich finde, der Spielleiter muss natürlich darauf achten, dass ein Charakter integrierbar ist in die Gruppe, aber grundsätzlich geht es den Spielleiter nicht an, wenn ein Spieler immer das Gleiche spielen möchte. Er muss ja damit leben, dass er dann keine Abwechslung hat. Und wenn er keine braucht, das ist sein Hobby. Jeder muss da selber gucken, wie er Spaß dran hat. So viel dazu. Die zweite Sache, über die ich sprechen möchte, die hat etwas lose, etwas mit dem Thema von letzter Woche zu tun. Da hatte ich ja über die Nebenquests gesprochen, die man einführen kann, damit so ein paar Zusatzbelohnungen quasi für die Helden rausspringen können. Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich da nicht unbedingt Sachen nehmen würde, wo die Helden gezwungen werden, gegen ihre Gesinnung zu verstoßen. Also ich würde nicht sagen, Voraussetzung für diesen Zusatzloot, den ihr da bekommen könnt, ist, dass ihr gegen eure Gesinnung verstoßt. Ja, zur Gesinnung eines Charakters. Bei D&D gibt es ja wirklich tatsächlich ein Feld für Gesinnung. Also rechtschaffen gut, neutral gut, chaotisch gut oder auch chaotisch böse. Also quasi der erste Teil der Gesinnung. Rechtschaffen, neutral oder chaotisch, zeigt, welche Einstellung der Charakter zu Gesetzen hat. Hält er sich daran? Ignoriert er sie? Sind sie ihm egal? Und gut und böse ist quasi die Einstellung zur Moral. Das soll der Tatsache Rechnung tragen, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer dasselbe sind. Ignoriert dabei aber meiner Meinung nach so ein bisschen, dass es ja auch einen Zusammenhang gibt zwischen Recht und Gerechtigkeit. Wenn man zum Beispiel auf dem moralischen Standpunkt steht, dass man für Frauenrechte kämpfen möchte, dass man Frauen vor Diskriminierung schützen will, dann ist man eigentlich in unserem Land zum Beispiel eigentlich rechtschaffen gut, wenn man dazwischen geht, wenn ein Mann seine Frau verprügeln will, weil sie Auto fahren wollte. Dann ist man hier rechtschaffen gut. Man tritt für die Frauenrechte ein und es ist in Einklang mit Recht und Gesetz. Wie das in Saudi-Arabien ist, wenn ein Mann seine Frau verprügelt, weil sie Auto fahren will, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist das Recht auf seiner Seite. Das heißt, da wäre man dann chaotisch gut, wenn man dazwischen geht. Ich gehe jetzt einfach mal ganz überheblich davon aus, dass es gut ist, Frauen vor Diskriminierung zu schützen. Ich arrogante Westlerin. ja, kleiner Exkurs. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, Recht und Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitsempfinden und Recht in dem Land, in dem man sich gerade befindet, ist nicht immer dasselbe. Aber gerade da Gesetze sich ja von Land zu Land unterscheiden, würde quasi die Gesinnung eines Charakters sich verändern, wenn er einmal so durch die Welt reist. Das ist ein Problem, das ich bei dieser Gesinnungsgeschichte bei D&D sehe. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, denn auch wenn in anderen Systemen kein extra Feld existiert, wo man die Gesinnung eintragen kann, jeder stellt sich ja ungefähr vor, was für ein Wertesystem der Charakter hat. Jeder Charakter hat eine Gesinnung, ob man sie jetzt in den Bogen schreibt oder nicht. Die kann sich auch verändern, aber jeder hat eine. Und dieses Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit ist ja auch eine Möglichkeit, die Gesinnung des Charakters in Anführungsstrichen herauszufordern. Also einen rechtschaffen guten Charakter in eine Situation zu bringen, wo er sich entscheiden muss zwischen Recht und Gerechtigkeit. Der Klassiker, ist ja der Ritter. Der hat den Moralkodex, der sicherlich beinhaltet, gesetzestreu zu sein, aber auch die Schwächeren zu schützen. Also da wäre der Klassiker, das kleine arme Waisenmädchen, dem niemand hilft, stiehlt ein Stück Brot. Da haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, ja, verhaften, war ja ein Gesetzesbruch, oder nein, ich stelle mich schützend vor sie, denn sie hat ja nur aus Not heraus gehandelt und ich muss die Schwächeren beschützen. Gut, im Zweifelsfall zahlt er dann einfach den Schaden, den das Mädchen in Anführungsstrichen angerichtet hat. Aber bei einem strengeren Wachmann kann ja auch sein, dass er dann wirklich sich körperlich für das Mädchen einsetzen muss, indem er sich wirklich dazwischen stellt. Das ist aber nicht gerade eine starke Form, die Gesinnung herauszufordern. Denn dann muss man sagen, er hat sich ja nun mal einen Charakter ausgesucht, dem diese beiden Werte wichtig sind, Schutz der Schwachen und Gesetzestreue. Das heißt, er nimmt von Anfang an in Kauf, dass diese beiden Werte mal miteinander kollidieren können und er dann vor einem Gewissenskonflikt steht.
Anders sieht das, finde ich, schon aus, wenn man wirklich ja so ein bisschen den Spieler anspricht über die Moralebene, wenn er zum Beispiel eigentlich einen Charakter spielt, der so eine klassische Söldnerseele ist. Ich bin dem treu, der mir am meisten bezahlt. Ich breche keine Verträge und so weiter und so fort. Und dann bringt man ihn in eine Situation, wo vielleicht nicht der Charakter, sondern der Spieler merkt, okay, derjenige, der mich hier bezahlt, ist nicht der Gute in der Geschichte. Dann hat der Spieler natürlich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich bleib dabei. Mein Charakter folgt dem, der ihm Geld gibt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er seine Meinung dann ändert. Das kann als ein bisschen gemein empfunden werden. Aber andererseits, wenn man einen Charakter in der Gesinnung weiterspielen möchte, muss man dann eventuell auch mal den eigenen Drang, die eigenen Moralvorstellungen zu befolgen, widerstehen. Prinzipiell finde ich diese Möglichkeit, den Charakter bzw. sein Wertesystem herauszufordern, spannend. Kann man gut machen. Ich achte dabei aber auf zwei Dinge, vor allem auf zwei Dinge. Erstens, nicht direkt am Anfang. Also, ich lasse dem Spieler immer in den ersten Abenteuern die Möglichkeit, seinen Charakter so zu etablieren, wie er ihn sich am Anfang gedacht hat. Also nicht sofort, ich habe mir einen strahlenden Ritter gemacht und sofort am Anfang muss der eine Entscheidung treffen, die mit seinem Kodex nicht vereinbar ist. Das würde ich nicht machen. Gibt ihm die Chance, den Charakter erstmal zu festigen und so zu etablieren, wie er ihn möchte. Auch seinen Mitspielern zu zeigen, so und so ist der Charakter drauf. Das ist, denke ich, schon fair. Er hat ihn sich gemacht, er hat sich damit Mühe gegeben, er hat sich Gedanken darüber gemacht. Lasst ihm den erstmal so etablieren, wie er das möchte. Zweitens, macht es nicht zu häufig. Als Herausforderung in einem Charakter ist das super spannend und sollte dann aber auch nicht wie eine Keule, sondern wie ein Skalpell eingesetzt werden. Man sollte darauf achten, dass man den Spieler eines Paladins nicht dazu zwingt, einen grauen Charakter aus seinem Helden zu machen. Und umgekehrt möchte ein Schurkenspieler sicherlich auch nicht dabei zusehen, wie sein Charakter nach und nach zu einem Kreuzritter mutiert. Man macht sich seinen Charakter ja so, wie man ihn sich macht, schon aus bestimmten Gründen. Ich fand das jetzt so als Beispiel, ist nicht das beste Beispiel, weil es um ein Computerspiel geht, aber einige kennen von euch Neverwinter Nights 2, Mask of the Betrayer. Ich muss das jetzt nicht ganz nacherzählen, aber es geht darum, dass man die Fähigkeit hat, Geister zu absorbieren, beziehungsweise man muss es sogar tun, um nicht zu überleben. Und man muss sich dann halt immer entscheiden, befreie ich den Geist oder verschlinge ich den Geist? Und wenn man ihn verschlingt, verschiebt sich die Gesinnung sowohl auf der Gesetzesebene Richtung chaotisch als auch auf der Moralebene Richtung böse. Und umgekehrt, wenn man den Geist befreit, wird man immer ein Stück weiter rechtschaffen gut. Und man will natürlich konsequent spielen. Wenn ich sage, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, eine Seele zu vernichten, dann wird man sie immer befreien und nicht mal so machen, um den Charakter irgendwie auf der Gesinnung zu halten, auf die er am Anfang war. Und das ist ziemlich blöd, weil man nämlich am Ende von Mask of the Betrayer, wenn man konsequent bleibt bei seiner Moralvorstellung, am Ende entweder einen rechtschaffen guten Charakter hat oder einen chaotisch bösen. Und ich sehe nicht ganz, inwiefern sich bei Geist verschlingen oder befreien die Einstellung zu Recht und Gesetz verändert. Dass das eine moralische Entscheidung ist, kaufe ich. Aber inwiefern das eine Gesetzesentscheidung ist, sehe ich nicht. Und das fand ich ziemlich blöd. Nicht nur, weil es irgendwie doof war, dass aus meiner chaotisch neutralen Schurkenmagierin dann hinterher eine rechtschaffen gute Schurkenmagierin wurde. Ich fand es auch irgendwie blöd im Hinblick auf die Leute, die eventuell Professionen gewählt haben, die eine fixe Gesinnung haben. Also ich glaube zum Beispiel, Druiden dürfen gar keine rechtschaffene Gesinnung haben. Also sie müssen, glaube ich, eine neutrale Gesinnung haben. Das heißt, man konnte dann den Druiden irgendwann nicht mehr als Druiden steigern, wenn man zu konsequent gespielt hat. Ist irgendwie nicht besonders gut durchdacht gewesen. Und sowas sollte man eben vermeiden. Man kann den Charakter hin und wieder vor schwierige Entscheidungen stellen, aber man sollte keinen Spieler dazu zwingen, seinen Charakter irgendwie um 180 Grad zu drehen. Das fände ich nicht so schön. Manche Spieler, das ist mir allerdings, glaube ich, bisher einmal, glaube ich, untergekommen, dass wirklich ein Spieler am Anfang gesagt hat, dass er gerne hätte, dass sein Charakter während der Abenteuer
einen Wendepunkt in seinem Leben erfährt, also in der sein moralisches System, sein Wertesystem über den Haufen geworfen wird. Das finde ich eigentlich sehr interessant, denn die meisten Spieler haben in ihrer Vorgeschichte dann sowas stehen. Er war einst ein idealistischer Soldat, aber die Wirren und Schrecken der Schlacht haben ihn zu einem verbitterten Einzelgänger gemacht. Das ist ja auch interessant, aber es gibt auch Spieler, die sich wünschen, dass das im Laufe des Abenteuers passiert. Und dann könnt ihr natürlich den Spielern mit schlechtem Gewissen, Gewissenskonflikten und Situationen, die ihn an den Rande der Verzweiflung treiben, beschmeißen, denn dann will er es ja nicht anders. Aber dann würde ich auch sagen, am Anfang, gerade weil er den Wendepunkt ja während des Abenteuers erleben will, lasst ihn am Anfang den Charakter so spielen, wie er am Ausgangspunkt ist, so ein paar Abenteuer lang, und fangt dann langsam an. Erst so kleine Nadelstiche und dann irgendwann die super Moralkeule bzw. Antimoralkeule. Das kann sehr lustig sein, aber das sollte man dann auch wirklich in die Geschichte einbauen. Ich kriege jetzt gerade irgendwie voll Lust, einen Charakter moralisch zu Fall zu bringen. Aber das kann ich nicht machen, weil keiner meiner Spieler sich das gewünscht hat am Anfang. Aber das kann halt passieren. Das könnt ihr vielleicht jemandem, der auch keine Idee für ein Charakterkonzept hat, vielleicht auch vorschlagen, wenn ihr da Lust zu habt. Das erfordert sicherlich dann ein bisschen kreativen Einsatz, der sich dann natürlich sehr auf einen Charakter fokussiert. Da müsst ihr Zeit für haben. Aber das kann spannend sein. Also quasi im Abenteuer Wendepunkte einzubauen. Sei es, dass man von Vorbildern enttäuscht wird. Sei es, dass eine riesige Lebenslüge aufgedeckt wird. Da gibt es natürlich zwei, sagen wir eigentlich drei Möglichkeiten. Also entweder so winzig kleine Nadelstiche, die aus einem Idealisten einen verbitterten Misanthropen machen. Misanthropen, Misanthrop, ja, das ist das Wort. Oder eben der eine Paukenschlag, der alles verändert. Oder viele kleine Nadelstiche, die dann in einem großen Paukenschlag münden. Umgekehrt können natürlich auch gewisse Ereignisse, die dann wahrscheinlich mit Gruppendynamik zu tun haben, also mit Zusammenhalt, mit Kameradschaft, Loyalität. Da muss dann allerdings die Gruppe auch mitwirken, aus einem verbitterten Einzelgänger einen Teamplayer machen. Das passiert aber wahrscheinlich auch von alleine, wenn sich jemand einen Eigenbrötlercharakter macht. Wenn man dann als Gruppe spielt, fügt er sich wahrscheinlich früher oder später so oder so in die Gruppe ein und entwickelt dann zumindest eine gewisse Verbundenheit und Loyalität gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern. Es sei denn, man versteht sich wirklich überhaupt nicht, aber meistens wird doch wirklich eine Gruppe aus der Gruppe. Eine Gruppe aus der Gruppe, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ein Team wird aus der Gruppe, formulieren wir es besser so. Ja, das waren für dieses Mal die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Ich freue mich natürlich wie immer sehr über Meinungen dazu. Sagt mir, was haltet ihr von diesem Satz? Ich achte schon darauf, dass meine Spieler nicht immer das Gleiche spielen. Denkt ihr, das habe ich vielleicht missverstanden, dass er das anders gemeint hat? Sagt mir, wie man das anders verstehen kann. Vielleicht stehe ich irgendwie auf dem Schlauch und habe das völlig falschen Hals gekriegt. Ich meine, da bin ich ja nicht persönlich beleidigt wegen, kann mir ja egal sein. Ich bin ja nicht dessen Spieler. Deshalb kann es mir eigentlich egal sein. Aber ich war halt sehr verwundert über diese Aussage. Vielleicht versteht ihr die ja anders. Gebt mir eure Interpretationsmöglichkeiten zu dieser Aussage. Und natürlich auch die Gesinnungsfrage. In was für Konflikte stürzt ihr eure Spieler? In was für Konflikte haben euch eure Spielleiter schon gestürzt? Und wie findet ihr das? Ja, würde mich sehr interessieren. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und Meinungen. Ja, dann danke ich euch für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!